Der Herr Räuber macht Versprechungen. Wir hören's. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler und alle Gäste, die hier versammelt sind. Ein bisschen hat der Herr Schäfer-Gümbel ja auf sich warten lassen. Er wird wahrscheinlich dann auch was dazu sagen. Es lag nicht an ihm. Ich begrüße jetzt nochmal ganz besonders, außer Ihnen als unseren heutigen Hauptgast, die Uta Zapf, die ehemalige Bundestagsabgeordnete hier für den Wahlkreis. Dann begrüße ich den Herrn Gebhardt, den Bürgermeister von Langen. Den Herrn Sieling habe ich auch, ja, da hinten sitzt er, herzlich willkommen. Dann natürlich nicht zu vergessen wichtige Persönlichkeiten, die durch Sponsoring dazu beitragen, dass diese Veranstaltungsreihe überhaupt durchgeführt werden kann. Guten Abend und vielen Dank, Herr Postrowski, Herr Räuber. Und dann ist mir gesagt worden, es sei auch von der Firma Rewe, seien auch Vertreter da. Das sind, damit hier das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Ja, damit will ich es aber auch gut sein lassen mit meinen Worten. Ich freue mich mit allen hier Anwesenden auf einen spannenden Abend, den 16., wie wir gerade festgestellt haben, politischen Salon an der Drei-Eis-Schule und gebe jetzt gleich weiter. Ich weiß nicht, wer, ob der Herr, erst der Herr Couturier. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Schäfer-Gümbel, verehrte Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, lassen Sie mich eingangs einige Gedanken formulieren, die uns, Stefan Trier und mich, bei der inhaltlichen Vorbereitung dieses Salons geleitet haben. Herr Schäfer-Gümbel, vor genau 2 Jahren fand hier ein politischer Salon mit Ihrer Fraktionskollegin und Amtsvorgängerin Andrea Ypsilanti zur sozialen Gerechtigkeit statt. Die damalige Veranstaltung war die erste, die unter dem Namen politischer Salon firmierte. Auch unsere Salons zur europäischen Staatsschuldenkrise und zur Geschichte der Schulden müssen unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit eingeordnet werden. In den vergangenen 2 Jahren haben 8 weitere Salons stattgefunden. Aspekte der sozialen Gerechtigkeit sind häufig in den Beiträgen aufgegriffen worden, zuletzt durch Herrn Dr. Gysi und durch die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Sicherlich werden Sie, Herr Schäfer-Gümbel, auch auf diesen Themenkreis eingehen, zumal Sie in den letzten Tagen dezidierte Aussagen zum Mindestlohn und zur Chancengleichheit gemacht haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch auf dem Hintergrund der aktuellen Streiks, aber auch ganz allgemein eine Betrachtung über die Entwicklung der Einkünfte aus Vermögen und aus Arbeitnehmertätigkeit. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist für uns, genau wie die der Identität Europas, ein wichtiges Kontinuum in den Inhalten der politischen Salons. In einem inhaltlich direkten Zusammenhang zur sozialen Gerechtigkeit muss der Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes betrachtet werden. Das Eigentum verpflichtet steht seit 1949 in unserer Verfassung. Sie haben diesem Diktum jetzt zum Titel eines von Ihnen herausgegebenen Buches gemacht. Was bedeutet es konkret, wenn Sie auf dem Buchumschlag das Grundgesetz zitieren, in dem es in Artikel 14 weitersteht, sein Gebrauch, der Gebrauch von Eigentum, soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen? Unser heutiges Rahmenthema lautet: Schwarz-Grün, alle Probleme in Hessen gelöst? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Aber über die engere Themensetzung des Abends hinaus sind unsere Salons ja auch immer ein Crossover durch weitere Politikfelder. Was sind denn konkret die ganz allgemein im Titel der heutigen Veranstaltung angesprochenen Probleme, deren Lösung politisch angegangen werden muss? Lassen Sie mich dazu einige Gedanken entwickeln. Das Rhein-Main-Gebiet mit seinem Zentrum Frankfurt bezeichnen Politiker, ebenso wie Kulturschaffende, gerne als eine Metropole. Vielleicht ist es ja die kleinste Metropole der Welt. Und wir sollen stolz sein, in einer Metropole leben und arbeiten zu können.
Eine Metropole zeichnet sich durch Urbanität und Flexibilität aus. Aber eine Metropolenregion muss sich auch dadurch kennzeichnen lassen, dass sie die infrastrukturellen Grundlagen von Lebensqualität in jeglicher Form und im engsten Sinne des Wortes zu bieten vermag. Dies führt wiederum direkt zu der Frage, welche Form von Wirtschaftswachstum wir anstreben, ein quantitatives oder ein qualitatives. Zu den in Hessen zu lösenden Problemen gehören primär die, die sich um die Infrastruktur im engeren und im weiteren Sinne drehen. Dazu gehören die Lärmbelästigung durch den Frankfurter Flughafen. Sie, Herr Schäfer-Gümbel, sprechen immer von anzustrebenden Lärmobergrenzen. Was können wir uns konkret darunter vorstellen? Weiterhin gehören zu diesen Problemfeldern der Bau des dritten Terminals und der tägliche Verkehrsinfarkt auf Autobahnen und in den Innenstädten. Sie haben da selbst gerade wiederum Erfahrung drin gemacht. Sie nannten es noch recht kommod in einem Interview mit der FAZ im Februar: Ich fühle mich veräppelt, wenn ich im Stau stehe. Die Landesregierung, die letzten Landesregierungen sagen dazu aber staufreies Hessen. Und weil die Landespolitik im Kern für die Schulen politisch verantwortlich ist, muss es natürlich auch um Schulpolitik und um deren Finanzierung gehen, sowie natürlich um die Finanzierung der Kommunen, was in den letzten Tagen wieder ein sehr bewegendes Thema war. Verehrte Anwesende, die Kommunal- und die Landespolitik kommt in der öffentlichen Wahrnehmung und in der unterrichtlichen Behandlung meist zu kurz, obwohl diese Politikbereiche uns alle sehr direkt betreffen. Und deshalb sollten wir diesen politischen Salon für eine diskutive Betrachtung im Sinne intensiver Auseinandersetzung nutzen. Lieber Herr Schäfer-Gümbel, Sie sind ja nicht nur Oppositionsführer im Hessischen Landtag, sondern als stellvertretender Parteivorsitzender auch Bundespolitiker. In gut 2 Jahren stehen die nächsten Wahlen zum Deutschen Bundestag an. Den Oppositionsführer in Bonn haben wir an dieser Stelle im Juli des vergangenen Jahres nach den Möglichkeiten einer sogenannten linken Mehrheit, eines Bündnisses aus SPD, Linken und Grünen, befragt. Das war vor der Wahl in Thüringen. Gysi meinte seinerzeit, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse für eine Koalition im Bund noch nicht weit genug entwickelt seien. Herr Schäfer-Gümbel, wie positioniert sich Ihre Partei in dieser Frage? Wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihr Impulsreferat und freuen uns auf eine anschließende Diskussion auf der Couch und mit dem Plenum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bürgermeister, liebe Uta, verehrtes Lehrerkollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, ich muss vielleicht etwas anders anfangen, als ich eigentlich geplant habe, weil bei all den Bällen, die Sie mir jetzt auf den Elfmeterpunkt gelegt haben, fühle ich mich doch sehr an das Spiel der Bayern von vor 2 Tagen erinnert und ich müsste genauso schnell die Tore machen, damit ich auch nur annähernd die Chance hätte, alle Ihre Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, in 20 bis 30 Minuten, die Sie mir vorgegeben haben, zu beantworten. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass mir das nicht gelingen wird. Erstens, weil ich die Themen dann nur sehr oberflächlich streifen könnte, aber ich will dennoch versuchen, das ein oder andere Thema trotzdem zu streichen, weil ich glaube, dass Sie viele wichtige Punkte angesprochen haben. Es wird mir trotzdem nicht vollumfänglich gelingen. Deswegen bitte ich gleich um Anfang Daumen um Verständnis und ich bitte übrigens auch um Entschuldigung dafür, dass ich zu spät gekommen bin. Das ist normalerweise nicht üblich. In der Regel plant mein Fahrer, mein Büro und auch ich selbst immer so eine Viertelstunde Rettungspuffer ein, weil wir wissen, dass mein Lieblingsprojekt staufreies Hessen ist. Ich bin ja Berufspendler. Ich komme aus Mittelhessen und habe sozusagen jeden Morgen dieses Projekt staufreies Hessen, wenn es im Radio läuft, auf der A5 mit vielen anderen. Und deswegen hatte ich diese Formulierung verwendet. Ich fühle mich da regelmäßig veräppelt, um kein anderes Wort zu verwenden. Wenn man montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und manchmal eben auch samstags im Stau steht und dann wieder im Radio darüber berichtet wird, dass das Projekt Staufreies Hessen, das ich jetzt seit 10 Jahren höre, vorankommt und ich mich dann frage, irgendwie müssen Sie ein anderes Bundesland meinen oder eine Parallelgesellschaft oder was auch immer. Ich bitte jedenfalls um Entschuldigung, weil heute haben die 15 Minuten nicht gereicht. Vielleicht liegt es daran, dass diese Stadt so attraktiv ist, dass so viele hierher wollen und es deswegen nicht ging.
und über die Abreise schauen wir nochmal. Lassen Sie mich damit aber zum Thema kommen. Die Frage, die mir gestellt wurde, die kann ich relativ kurz beantworten. Schwarz-Grün, alle Probleme gelöst? Fragezeichen, das war das, was die Vorgabe war. Die Antwort lautet nein, das Wetter ist schön. Ich habe gehört, es gibt gutes Essen, also lassen Sie uns beenden. Damit würden Sie in einer Klausur im Unterricht natürlich durchfallen, weil die Begründung fehlt. Und deswegen will ich den Versuch machen, ein paar Begründungen dafür zu geben, warum ich nicht glaube, dass alle Probleme gelöst sind mit dieser Koalition. Wobei ich einen einzigen Punkt zur Ehrenrettung dieser Koalition gleich am Anfang sagen will, weil das natürlich grundsätzlich erstmal für jede politische Konstellation gilt. Nicht alleine durch eine politische Konstellation sind am Ende alle Probleme gelöst. Insbesondere auch deswegen, weil Probleme teilweise so tiefgreifend sind, dass sie nicht kurzfristig gelöst werden können. Was allerdings meine Erwartungshaltung an jede Koalition ist, dass es den Willen dazu gibt, bestimmte Fragen zu lösen. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem der derzeitigen Koalition hier in Hessen, der sie an zwei zentralen Weichenstellungen nicht in der Lage sein wird, Veränderungen zu organisieren, zu gestalten, überhaupt anzugehen, weil die Widersprüchlichkeiten in dieser Koalition so groß sind, dass das Abkommen, das am Ende getroffen wurde, eines ist, das sich mit der Frage des Machterhalts und der Machtperspektive beschreibt. Das ist für sich genommen legitim, aber am Ende keinen nennenswerten Beitrag zur Lösung zentraler Probleme gibt. Und dazu will ich einige wenige ansprechen, bevor ich dann immer mit kleinen Querverweisen auch auf die anderen Fragen eingehe, die mir am Ende jetzt noch einmal gestellt wurde. Und ich will ganz bewusst, weil wir hier in einer Schule sind, mit dem zentralen Thema der Bildungsgerechtigkeit anfangen. Wir wissen seit 10 Jahren aus jeder Bildungsstudie, die es gibt, im internationalen Vergleich, dass Deutschland das Land ist, in dem die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schülern so sehr über den Bildungsweg von Kindern entscheidet wie in nahezu keinem anderen Land der Welt. Diese soziale Selektion ist ein Thema, das uns seit Jahrzehnten in der Bildungspolitik beschäftigt, das mit vielen Strukturentscheidungen zu tun hat, im Übrigen auch mit einer gesellschaftspolitischen Situation zu tun hat, zu der ich ganz am Ende noch einmal kommen will. Aber dieses Thema der Bildungsgerechtigkeit ist das zentrale Thema der Landespolitik. Die Landespolitik hat im Kern nur zwei Kompetenzen, zwei wesentliche Kompetenzen. Das ist die Bildungspolitik auf der einen Seite und ist die innere Sicherheit auf der anderen Seite, also alles das, was mit Justiz und Polizei zusammenhängt. Und gerade in der Bildungspolitik ist absehbar, dass in dieser Koalition es keine nennenswerten Schritte geben wird hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit in dem Sinne, dass individuelle Förderung, also die Förderung des Einzelnen, in den Vordergrund gestellt wird. Ich habe mich mit meiner Partei ganz bewusst vor der letzten Landtagswahl entschieden, mich ein bisschen zu lösen von den Ritualen der letzten 30 Jahre, in der man gesagt hat, okay, entweder man ist für die Gesamtschule, dann ist man sozusagen irgendwie für Förderung oder auf der anderen Seite für Dreigliedrigkeit, einer anderen Konstruktion für Förderung. Ich glaube, dass es am Ende nicht entscheidend ist, was auf dem Türschild einer Schule steht, sondern dass viel entscheidender ist, was passiert hinter dem Türschild, was passiert in den Klassenräumen, welche Pädagogik, welche Haltung von Lehrerinnen und Lehrern wird im Unterricht angewendet, um am Ende zur Förderung zu kommen. Ich kenne Gesamtschulen, die sind sehr schwierig in ihrem Leistungsumfang. Ich kenne Gymnasien, die sind extrem schwierig in ihrem Leistungsspektrum. Ich kenne Gesamtschulen, die leisten ausgezeichnete Arbeit, und ich kenne Gymnasien, die leisten ausgezeichnete Arbeit. Und alleine dieser kleine Blick verweist darauf, dass es nicht nur damit zusammenhängen kann, dass es am Ende um eine Strukturentscheidung geht, sondern dass dahinter etwas mehr passieren muss. Und ich sehe nicht, dass in dieser Koalition, in diesen Fragen, beispielsweise wenn es um die Frage der Inklusion geht, der Ganztagsbildung, der Frage der individuellen Förderung, zentrale Veränderungen stattfinden. Und das gilt insbesondere für das Thema, was mir besonders wichtig ist, nämlich die Durchlässigkeit. Der Chance, dass Kinder nicht nur an ein oder zwei Stellen in ihrem Leben, in der Schulbiografie, die Chance haben, Bildungswege zu verändern, sondern dass sie diese durchgängig haben. Das hat etwas mit Rahmenlehrplänen zu tun, das hat etwas mit Strukturen zu tun, das hat im Übrigen auch etwas mit der Zusammenarbeit von Schulen zu tun. Und dort sehe ich keine nennenswerte Initiativen. Das gilt im Übrigen auch und insbesondere für die Frage der gymnasialen Bildung.
wo die Frage der Berufsorientierung und der Arbeitslehre aus meiner festen Überzeugung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein zentrales Thema sein muss, werden muss, was es heute in dem Umfang nicht ist. Und deswegen glaube ich, dass gemessen an der Frage, sind alle Probleme gelöst in dieser Konstellation, das am Ende nicht passieren wird. Wir werden morgen als Landespolitik wieder zusammenkommen zur dritten Runde des sogenannten Bildungsgipfels, einer Runde, die durch die Landesregierung eingeladen wurde, um die zu überlegen, ob es am Ende zu einer gemeinsamen Schulkonzeption kommen kann, damit wir mal 10 Jahre Ruhe in die Schulen bekommen. Ob das am Ende gelingt, da habe ich inzwischen eine erhebliche Portion Skepsis, weil wir sehr klar als SPD sagen, wir werden am Ende nicht einfach nur den schwarz-grünen Koalitionsvertrag unterschreiben und ihn damit legitimieren, sondern wir haben ein hohes Interesse daran, dass Entwicklungsdynamik auch in der Bildungslandschaft in Hessen weiter vorangetrieben wird. Und da ist im Moment nichts zu sehen. Es gibt einen zweiten Punkt, der mir dabei von zentraler Bedeutung erscheint. Das hat auch etwas mit der Frage von Schulzeitverkürzungen, der Art und Weise, wie das in Hessen gemacht wurde, zu tun. Aber insgesamt auch mit der Frage, was passiert im Rahmen des Bologna-Prozesses an den Hochschulen, Stichwort Bachelor- und Masterausbildung, weil ich feststelle, dass über die meisten Bildungsgänge Verschulungen zunehmen, dass in den meisten Bildungsgängen, auch den akademischen, inzwischen die Kreativitätsräume genommen werden. Durch schlicht und einfach Verdichtung des Lehrstoffs, die Art und Weise, wie auch teilweise unterrichtet wird. Und das halte ich für ein zentrales Problem unseres Bildungssystems, dass Kreativräume herausgenommen werden und damit auch die Chance genommen wird, dass junge Menschen Kreativität lernen, entwickeln können, sich auch austesten können. Das ist nur deswegen so entscheidend, weil unser Wohlstands- und Wachstumsmodell ganz wesentlich darauf aufbaut, dass es innovativ ist. Wir werden einen Lohnwettbewerb mit anderen Ländern auf der Welt niemals gewinnen. Wir wollen das auch gar nicht. Und deswegen müssen wir die Innovationskraft unseres Landes erhalten, auch unserer Wirtschaft. Und das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass sie alle Lust auf Innovation haben, dass sie Spaß dran haben und dass sie es auch können. Und wir stellen fest, dass diese Innovationsräume, diese Kreativräume im Bildungssystem eher verschwinden. Und das halten wir als Sozialdemokratische Partei mittel- und langfristig nicht nur bildungspolitisch für hochproblematisch, sondern auch aus ökonomischen und sozialen Gründen. Und letztlich gibt es ein Thema, das aus meiner Sicht unterschätzt wird, wenn es um Bildungspolitik geht. Und das ist am besten umschrieben mit einem alten afrikanischen Sprichwort. Dieses alte afrikanische Sprichwort heißt, zur Erziehung eines Kindes braucht man das ganze Dorf. Und dieses ist nicht nur bildlich gemeint, sondern es ist sehr konkret gemeint. Viele der Bildungsfragen, die uns beschäftigen, sind nicht alleine in der Schule zu lösen. Die Schule ist im Übrigen auch nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft, sondern da gehören ganz andere Akteure dazu. Die Familie ganz vorneweg, im Übrigen ein Bereich, der sehr kompliziert geworden ist, auch in den letzten Jahren. Aber eben nicht nur Familie und Schule, sondern ganz viele andere, von den freiwilligen Feuerwehren über Sportvereine, über Gesangsvereine, die Nachbarschaft etc. pp. Was hat das mit Bildung zu tun? Wir wissen aus der Bildungsforschung beispielsweise, dass Kinder, die nicht rückwärts laufen können, auch nicht rückwärts zählen können. Und wir wissen, Kinder, die die Chance auf frühmusikalische Erziehung hatten, egal ob das das Singen ist, ob das Geigespielen ist oder Blockflöte, höhere Möglichkeiten des abstrakten Denkens haben. Nun kann ich Sie alle beruhigen, ich habe weder das eine noch das andere genossen und ich stehe trotzdem vor Ihnen. Also es ist sozusagen kein universeller und linearer Zusammenhang, sondern es gibt Wahrscheinlichkeiten, die damit verbunden sind. Und das hat aber etwas damit dann zu tun, ob ein Dorf in der Lage ist, ein Schwimmbad zu haben, eine Sporteinrichtung zu haben oder eine Musikschule oder Musikvereine, die in der Lage sind, weil sie ehrenamtliche Mitglieder haben, die helfen, Musikunterricht zu machen, Sportunterricht zu machen, Übungsleiter anzubieten, Städte und Gemeinden, die in der Lage sind, Hallen zur Verfügung zu stellen, die möglichst kostenfrei sind, damit sich die Vereine das leisten können, die Feuerwehr so ausgestattet ist, dass sie nicht nur ausrücken kann, wenn es dringend gilt, sondern eben auch die Chance hat, darauf
Menschen auszubilden, zu fördern, zu entwickeln. Und das wird zu einem immer größeren Problem in unserem Land. Und das ist die zweite große Baustelle, die nicht gelöst ist. All diejenigen, die in diesen Tagen erzählen, dass die Steuereinnahmenseite auf der Seite der öffentlichen Hand des Staates sehr gut und erfreulich ist und dass die Verschuldung zurückgeht, die haben auf den ersten Blick ausdrücklich recht. Und das gilt insbesondere für den Bund. Im Übrigen ist das vor allem ein Ergebnis der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, weil Deutschland davon in einer Art und Weise profitiert wie nahezu kein anderes Land auf der Welt. Unter anderem, weil dieses Land inzwischen, wenn es Schulden aufnimmt für den öffentlichen Haushalt auf der Bundesebene, bei kurzfristigsten Anleihen sogar negative Zinsen bekommt. Also am Ende weniger bezahlen muss, als es real aufgenommen hat. Dies ist allerdings deswegen nur ein oberflächlicher Blick, weil dieses für die Bundesländer, die die Mehrzahl der Personalkosten haben, weil der Bildungsbereich, Hochschulen und Schulen, und der Sicherheitsbereich, Justiz und Polizei, die personalintensivsten Bereiche sind, schon überhaupt nicht mehr. Und gerade in Hessen gilt es überhaupt nicht, weil Hessen in den letzten 15 Jahren seine Staatsverschuldung nahezu verdoppelt hat. Übrigens anders als nahezu jedes andere Bundesland in der Republik, die alle Konsolidierungspfade hatten, ist das in Hessen ein bisschen anders gewesen. Und noch viel dramatischer sieht die Situation bei den Städten und Gemeinden aus, die als letzte in der Verteilungshierarchie der öffentlichen Mittel ganz erhebliche Probleme haben, ihre Leistungen noch aufrechtzuerhalten. Und das ist deswegen ein Thema, weil die Frage, ob der soziale Zusammenhalt funktioniert oder nicht, sich nicht in den großen Grundsatzläden des Deutschen Bundestages oder des Hessischen Landtags oder des Europäischen Parlaments entscheidet, sondern darin, ob Ihr Bürgermeister, Ihre Stadtverordnetenversammlung, Ihr Magistrat in der Lage ist, handlungsfähig Sozialstationen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Sporteinrichtungen, Feuerwehren, Musikschulen und vieles andere mehr, beispielsweise Straßen, zu finanzieren oder nicht. Und wenn die Städte und Gemeinden das nicht mehr können, dann werden sie mit als Erste nicht nur sehen, wo die Defizite sind, sondern sie werden es auch zweitens daran spüren, weil die jeweilige Gemeindevertretung und Stadtverordnetenversammlung nur eine einzige Chance hat, das Problem zu lösen. Oder zwei: erstens, Leistungen werden eingeschränkt und zweitens, Gebühren werden erhoben. Und in dieser Situation befinden wir uns. Das ist das zweite große Problem in Hessen. Die Kommunalfinanzierung in Hessen ist auf so wackelige Beine gestellt, und das wird sich in den nächsten Tagen nicht ändern mit den Neuordnungen, die jetzt anstehen, dass die Handlungsfähigkeit der kommunalen Seite massiv gefährdet ist. Und das ist kein abstraktes Thema des kommunalen Finanzausgleiches, wo Sie dann irgendwann vielleicht, wenn Sie Zeitungen lesen, so schwierige Begriffe wie die Solidaritätsumlage, die Kompensationsumlage und vieles andere mehr hören. Also am Ende geht es um die Frage, ist Ihr Bürgermeister, ist Ihre Stadtverordnetenversammlung in der Lage, den Kindergarten um die Ecke und damit die Frage, kriegen Sie überhaupt einen Platz oder nicht, oder Ihre Eltern, kriegt eine Sozialstation die notwendigen Mittel, hat die Feuerwehr die Chance, die Gerätschaften anzuschaffen, die notwendig sind, um beim nächsten Einsatz auszurücken und Menschen zu helfen. All diese Fragen sind unmittelbar damit verbunden. Und das ist das zweite große Thema. Und das gilt im Übrigen dann auch für die Region, wo diese Themen noch sehr viel stärker sind. Wir haben einen riesen Vorteil in Hessen, zumindest in den meisten Bereichen. Hessen ist ein wirtschaftlich unglaublich dynamisches und erfolgreiches Land. Und gerade Sie in dieser Region profitieren mit am meisten davon. Sie haben allerdings auch ein paar Belastungen damit. Der Verkehr ist eins, der Lärm ist ein anderes. Aber Sie haben unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt Regionen in Hessen, die sind da völlig anders. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Vogelsberg schon einmal besucht hat. Das ist ein Landkreis nördlich meines Heimatlandkreises Gießen. Ein Landkreis, der ziemlich viel Fläche hat, der etwa 180 Ortsteile hat. Und von diesen 180 Ortsteilen haben heute bereits 130 Ortsteile weniger als 500 Einwohner. Die Stadt Schotten, eine Stadt im Vogelsbergkreis, ist die Stadt mit dem viertgrößten Kanalnetz in Hessen. Über 200 Kilometer bei 14.000 Einwohnern.
all diejenigen, die sich auf der kommunalen Seite mit Kanalgebühren beschäftigen, ein sehr unschönes Thema, wissen und haben eine Vermutung, was das für Gebührensätze heißt. Und nur aus diesen zwei Bemerkungen sehen Sie, Hessen hat sehr unterschiedliche Entwicklungen. Und Hessen hat sehr unterschiedliche Herausforderungen. Aber wir haben ein ganz wichtiges Instrument in unserer Verfassung geschrieben, das nämlich heißt, dass das Land, die Landesregierung, der Landtag die Verpflichtung hat, gleichwertige Lebensverhältnisse in Hessen zu schaffen. Wir dürfen jemanden im Vogelsberg nicht schlechter behandeln als jemand in Langen. Wir dürfen jemanden in Offenbach nicht schlechter behandeln als in Frankfurt, was zwischen den beiden Städten eine echte Herausforderung ist, wie Sie wissen. Aber es ist sozusagen für die Landespolitik eine Verpflichtung. Und deswegen werden wir uns mit unterschiedlichen Methoden auch den unterschiedlichen Herausforderungen beschäftigen müssen. Und daneben kommen so ganz kleine Themen wie die Infrastrukturentwicklung. Auch da will ich Ihnen eine kleine Zahl nur nennen, damit Sie einfach sehen, welche Probleme für uns in den nächsten Jahren auch entstehen. Da gibt es sich nicht zu verstecken, sondern die gilt es einfach zu lösen. Wir haben beispielsweise vor 2 Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben, was kostet eigentlich Hessen in den nächsten 6 Jahren bis zum Jahr 2020 die Sanierung und Modernisierung der hessischen Straßen und Schienen. Und dabei kam eine schier unglaubliche Zahl heraus, nämlich 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro bis 2020 sind notwendig, um Straße und Schiene in Hessen zu sanieren. Dabei ist noch keine einzige Neubaustrecke aufgeschlüsselt. Der hessische Landeshaushalt sieht derzeit etwa, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, wie man diese Haushaltszahlen zu interpretieren hat, zwischen 90 und 120 Millionen Euro vor für Landesstraßen. Alleine wenn wir das für den Landes- und Kommunalteil hochrechnen, werden wir ziemlich viele Jahre brauchen, um den jetzigen Sanierungsstau zu beheben. Und jetzt habe ich noch nicht über Energiewende geredet, noch nicht über Breitbandversorgung, über den Hochbau, um den Tiefbau und viele andere Herausforderungen, die wir haben. Und deswegen lassen Sie sich von solchen Haushaltszahlen nicht einfach nur blenden. Die Aufgaben, die die öffentliche Hand leisten muss, und zwar um die wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, um Bildungsentwicklung zu ermöglichen, um sozialen Zusammenhalt zu fördern, die sind immens, und deswegen werden wir auch die Frage der Verteilungsgerechtigkeit weiter aufrufen müssen. Auch ein Thema, das ich bei dieser Koalition nicht sehe. Ich schlage vor, dass wir Energie vielleicht aufheben für später für die Diskussion, weil das, da galoppiere ich zu weit weg. Was schlicht und einfach den Grund hat, ich war 3 Jahre lang Vorsitzender der Energiekommission der Bundes-SPD und habe die wesentlichen Grundsatzbeschlüsse für das Jahr 2012 für die Bundes-SPD mitformuliert. Und wenn ich da anfange, rede ich jetzt eine Stunde alleine über dieses Thema und das will ich Ihnen ersparen. Es gibt ein drittes großes Thema, das ich eben schon zweimal gestreift habe, das unmittelbar damit zusammenhängt. Das ist die Frage, wie fördert man den sozialen Zusammenhalt in unserem Land? Was heißt das für die soziale Infrastruktur? Und ich will das heute nur an einem einzigen Thema dokumentieren, nämlich der Frage der Flüchtlingsunterbringung. Es gibt ja manche in diesem Land, die in diesen Tagen erzählen, das Boot ist voll. Warum müssen all diese ganzen Flüchtlinge kommen? Es macht mich unendlich wütend, dazu müssen Sie wissen, das hat etwas damit zu tun, dass ich, als ich politisch angefangen habe, in der SPD zu arbeiten, mich vor allem mit 2 Fragen beschäftigt habe. Erstens mit der Frage des Klimawandels und zweitens mit der Frage der Flüchtlingspolitik. Ich habe 1994 vor einem SPD-Bundesparteitag gestanden, als Juso, als es damals um die Frage ging der Änderung des Artikel 16 Grundgesetz. Da ist das Recht auf Asyl geregelt. Das sollte eingeschränkt werden. Und meine eigene Parteiführung hat damals Wasserwerfer auffahren lassen unter Führung von Oskar Lafontaine, um zu verhindern, dass Jusos, die zu Massen auf diesen Parteitag wollten, den Saal stürmen und erklären, dass das alles hier völliger Unfug ist, was da gerade entschieden wird. Da ging es ziemlich rund. Aber das ist der Grund, warum ich bei diesem Flüchtlingsthema extrem sensibel bin. Bis heute. Und jetzt erzählen mir alle, das Boot ist voll und das ist alles schwierig. Und ich sage, nein, das Boot ist weder voll, noch ist es unendlich schwierig. Es ist zunächst eine Frage der Haltung. Und wir haben ganz dezidiert eine humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen. Und ich will das nur mit einem kleinen Beispiel unterlegen. Der Libanon, ein Land, das unendlich viel kleiner ist als unser Land.
das ökonomisch in einer völlig anderen Situation ist, das politisch in völlig anderen Verhältnissen hat, hat in den letzten 3 Jahren alleine aus Syrien offiziell registriert 1,4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. 1/3 der Gesamtbevölkerung des Libanons sind heute Flüchtlinge aus dem Libanon. Das ist für ein Land wie den Libanon mit seiner schwierigen politischen Situation eine immense Herausforderung. Der Landrat des Landkreises Lahn-Dill, ebenfalls ein mittelhessischer Landkreis, hat einmal ausgerechnet, dass wenn er dieselbe Anzahl Flüchtlinge aufnehmen würde in seinem Landkreis, dann hätte er in den letzten Jahren 42.000 Flüchtlinge nur in seinem Landkreis aufnehmen müssen. In der Bundesrepublik Deutschland sind etwa 50.000 syrische Flüchtlinge insgesamt aufgenommen worden. Und alleine daran sehen Sie, dass die Frage sehr relativ ist bei dem, was man kann und was man nicht kann. Und deswegen bleibe ich dabei, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere aus den Ländern, die heute unter erbärmlichsten Umständen versuchen, schlicht und einfach Leib und Leben zu retten. Wenn Sie sich anschauen, was in Syrien passiert, was im Nordirak passiert, rund um den Islamischen Staat, wo Menschenrechte in jeder Form mit Füßen getreten werden, ist es, glaube ich, keine Frage von ökonomischen Erwägungen, die bei uns in diesem Zusammenhang ohnehin keine Rolle spielen dürften im Vergleich zu anderen Ländern, diese Frage auf diesem Leisten oder über diesen Leisten zu schlagen, sondern dass für uns zuallererst der Satz steht, es gibt eine humanitäre Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen. Und dahinter kann man dann all die Detailfragen klären. Was heißt das für die Wohnungsunterbringung? Was heißt das für die Integration? Was heißt das für die europäische Flüchtlingspolitik und die Verteilung von Flüchtlingen? Aber klar ist natürlich auch, dass die Städte und Gemeinden damit nicht alleine gelassen werden dürfen. Und deswegen gibt es gerade so einen erbitterten Streit auf der Bundes- und auf der Landesebene, wie das Geld, das zur Verfügung gestellt wird, auch dort ankommt, wo es hin muss, nämlich in die Städte und Gemeinden, in die Kreise, die für all diese Aufgaben zuständig sind. Und ich bin unendlich dankbar, dass sich in Deutschland zigtausende Menschen im Moment ehrenamtlich für die Flüchtlingshilfe engagieren und damit einen konkreten Beitrag auch zur Integration von Flüchtlingen leisten, von Menschen, die Schlimmstes durchgemacht haben. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen gesehen hat. Baden-Württemberg ist jetzt das einzige Bundesland, das bisher in der Lage war, mit der irakischen Regierung ein Abkommen abzuschließen, um traumatisierte, vor allem nach sexueller Gewalt traumatisierte Frauen und Kinder, Mädchen der jesidischen Bevölkerungsgruppe nach Deutschland zu holen, um sie hier zu behandeln. Übrigens alles Frauen und Mädchen, die anschließend zurück wollen, die gar nicht auswandern wollen, sondern schlicht und einfach eine Chance haben wollen, friedlich und sicher in ihrem eigenen Land zu leben. Deswegen wird die Integrationsfrage nicht nur vor diesem Hintergrund eine unserer ganz großen Aufgaben bleiben. Und auch da glaube ich, dass die Landesregierung wenig zu liefern hat. Es gilt auch für das Thema Arbeit. Wir haben, auf den Mindestlohn ist eben hingewiesen worden, in der Tat einen großen Erfolg erzielt mit der Einführung des Mindestlohns. Aber damit sind die Herausforderungen am Arbeitsmarkt noch lange nicht erfüllt und gelöst. Die eigentlichen Herausforderungen sind sogar andere. Weil offen gesagt, der Mindestlohn ist in Westdeutschland ein Branchenproblem, insbesondere im Bereich der Hotel- und Gaststättensektors, in der Landwirtschaft, in bestimmten Dienstleistungsbereichen. In Ostdeutschland ist es ein Flächenproblem. Und ich will daran erinnern, dass mit dem 01.01. diesen Jahres insgesamt 3,6 Millionen Menschen, die überwiegend vollschichtig, also 8 Stunden am Tag arbeiten, jetzt den Anspruch auf den Mindestlohn haben. Aber mit dem Mindestlohn ist kein Reichtum verbunden. Wenn jemand in einem normalen 40-Stunden-Arbeitsverhältnis arbeitet, heißt Mindestlohn etwa 1450 Euro im Monat. Damit bekommen Sie wahrscheinlich auch in Langen nicht, in Frankfurt ganz sicher nicht, keine Familie ernährt. Aber es ist eben schon für viele deutlich mehr, als sie vorher bekommen haben. Und trotzdem gibt es eine Vielzahl von Themen, die uns weiter beschäftigen werden. Wie kommen wir bei der Frage der Befristungen, die enorm zugenommen hat, gerade in der Generation der 20- bis 35-Jährigen, wie kommen wir dort ein ganzes Stück weiter, auch im Übrigen aus familienpolitischen Gründen? Weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass junge Menschen, die nicht wissen, ob sie am Ende des Monats
weiter beschäftigt werden oder am Ende des nächsten Halbjahres, es sehr viel schwieriger haben, sich für Familie und Kinder zu entscheiden. Und Angst ist im Übrigen nie ein guter Ratgeber, auch in solchen Situationen nicht. Und deswegen muss eigentlich jeder ein Interesse daran haben, dass wir mehr Sicherheit in den Arbeitsmarkt bekommen. Wir werden das Thema Leiharbeit, Werkverträge angehen müssen. Das ist aber nur der eine Teil. Es gibt noch ganz andere Herausforderungen, die sich beispielsweise mit dem Thema der Digitalisierung beschäftigen. Viele von Ihnen leben sozusagen selbstverständlich damit. Sie benutzen Ihr iPhone, Ihr iPad, BlackBerry oder was immer Sie auch haben. Ich will jetzt nicht alle Marken aufzählen, dann bin ich bis morgen beschäftigt. Aber Sie erleben sozusagen jeden Tag die Möglichkeiten der Digitalisierung. Diese Digitalisierung verändert aber auch Produktionsprozesse massiv. Das Stichwort dazu lautet Industrie 4.0. Und es beschäftigen sich im Moment sehr viele Menschen damit, was heißt das eigentlich für die Fabrik von morgen und übermorgen, wenn die Digitalisierung und die Möglichkeiten der Digitalisierung Einzug halten? Bedeutet das, dass in Zukunft es nur noch ungelernte Kräfte in unseren Industrieanlagen gibt, die mit einer Datenbrille versehen, solche Modelle gibt es wirklich, mit einer Datenbrille versehen auf dem Kopf als ungelernte Kräfte an Produktionsstraßen stehen und dann eingespielt bekommen über diese Datenbrille, was ihr nächster Handgriff ist? Oder ist es sozusagen der nächste Qualifikationssprung, den wir erreichen? Und was heißt das dann für diejenigen, die diesen Qualifikationssprung nicht mitmachen können? Und das ist ein hartes Thema für unsere Volkswirtschaft, auch in Hessen. In Hessen werden bis 2025 etwa 500.000 Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, weil sie in Rente oder Pension gehen. In der hessischen Arbeitslosenstatistik stehen überhaupt nur noch 160.000 Menschen. Und deswegen werden wir immense Zuführungen an Arbeitskräften brauchen, um alleine numerisch am Ende einen Ausgleich zu schaffen für das, was an Arbeitskraftverlust in den nächsten Jahren entsteht. Und auch deswegen, und da schlägt sich der Zirkel zur Bildungspolitik wieder, können wir auch und wollen wir auch auf niemanden verzichten. 400.000 Menschen in Hessen arbeiten heute im Alter zwischen 18 und 60 Jahren ohne berufsqualifizierenden Abschluss auf dem hessischen Arbeitsmarkt. Eine enorme Herausforderung nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die berufliche Bildung, weil ich glaube, dass dort ein zentrales Thema ist. Ich könnte jetzt in der Tat noch ein bisschen was zu Europa erzählen und zur Globalisierung. Ich habe aber meine Zeit jetzt schon deutlich überzogen. Und deswegen will ich am Ende dann doch noch einmal zu dem Gedanken kommen, den ich am Anfang schon einmal angekündigt habe. Nämlich der Frage, was ist das Kernproblem dieser Koalition aus meiner Sicht, die da im Moment in Wiesbaden Politik macht? Ich glaube, dass sich dort zwei Partner gefunden haben. Die einen, die dezidiert für gesellschaftspolitischen Stillstand stehen, beispielsweise in der Familienpolitik, in der Integrationspolitik und bei anderen Themen. Und auf der anderen Seite eine Partei, die erhebliche Schwierigkeiten mit dem infrastrukturellen Fortschritt hat und Modernisierung hat. Und beides zusammen ist eine extrem schwierige Mischung, weil die Aufgaben, die wir auch aus der Globalisierung in den nächsten Jahren gestellt bekommen, als Volkswirtschaft insgesamt, keinen Stillstand vertragen. Unsere gute Situation im Hier und Jetzt bedeutet nicht, dass das in 5 Jahren immer noch so ist. Sondern ich glaube, dass wir uns erheblich anstrengen müssen als Gesamtvolkswirtschaft, als Gesamtgesellschaft, dieses zu verändern. Die Grundüberzeugung der Sozialdemokratie und auch meine persönliche dabei ist, dass Ungleichheit Wohlstand verhindert. Und das ist ein elementarer Bruch mit dem, was Sie in den letzten 20 Jahren gehört haben. In den letzten 20 Jahren ist die große Mehrzahl der Wirtschaftswissenschaftler, der Publizisten, der meisten Politikerinnen und Politiker, auch meine eigene Partei war davon nicht ganz verschont, der Überzeugung, dass Ungleichheit die Voraussetzung für unser Wohlstands- und Wachstumsmodell ist. Die davon überzeugt ist, dass wir nur dafür sorgen müssen, dass einige besonders schnell nach vorne kommen und dass die dann so super erfolgreich sind, dass für die anderen schon irgendwie was abfallen wird und deswegen auch ihren Beitrag oder ihren Anteil daran haben. Ich halte persönlich dieses Bild und meine Partei für grundfalsch. Wir glauben, dass das genaue Gegenteil davon richtig ist, dass
soziale Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt. Die Voraussetzung dafür ist, dass Wohlstand für alle möglich ist. Und den halten wir für möglich, wenn wir Ungleichheit bekämpfen. Und Ungleichheit ist die große Herausforderung aus meiner Sicht neben der ökologischen Frage, die uns gesellschaftspolitisch beschäftigen muss, weil sie in einem rasenden Tempo in den letzten Jahren zugenommen hat. Das setzt voraus ein Bündnis der sozial aufgeklärten Mittelschicht, die genau dafür ein Verständnis hat, dass sozialer Zusammenhalt und sozialer Frieden ein Wert für sich sind und die Voraussetzung dafür, dass man selber erfolgreich sein kann. Und es setzt voraus, dass diejenigen, die bisher nicht davon profitiert haben, ihre Chancen bekommen. Und deswegen ist Chancengleichheit für uns das zentrale Anliegen, nicht nur in der Bildungspolitik. Und ich hoffe, dass ich damit ein paar Argumente geliefert habe, jetzt für eine muntere Diskussion. Und ich freue mich auf viele engagierte Nachfragen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das ist jetzt ganz, also Sie haben so viele Punkte jetzt als Retourkutsche an eine Kutterie zurückgegeben, dass wir vielleicht mal mit einer ganz menschlichen Frage anfangen. Also wenn man Ihrem Vortrag so lauschte, meint man, naja gut, dass da so ein kleiner indirekter Vorwurf an die Grünen gemacht wird, dass sie vielleicht den Willen zur Macht hatten. Fehlt der SPD eigentlich in Hessen der Wille zur Macht? Fehlt Ihnen denn der Wille, Ministerpräsident zu werden, weil man dann wirklich Verantwortung hat, Herr Schäfer-Gümbel? Nein, nein, überhaupt nicht. Der Punkt war schlicht und einfach, uns haben 4.000 Stimmen gefehlt, um dieses Ziel durchzusetzen. Und das gehört eben zum demokratischen Wettbewerb auch dazu, dass man das dann zu akzeptieren hat. Und die 4.000 Stimmen, die konnte ich mir schlecht nach dem 22. September noch zusammenbacken. Da anzuschließen. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen auf diese linke Mehrheit, die da im Raum steht. Und es gibt ja auch eine, ich sag mal, eine Kommission, eine Gruppe, die da wohl so Sondierungen betreibt zwischen den, eine interparteiliche Arbeitsgruppe, in denen alle die Linken, die Grünen und die SPD beteiligt sind auf weit unterer Ebene. Was müssen die inhaltlich erarbeiten, damit diese linke Mehrheit zustande kommen kann, unabhängig, ob das jetzt im Bund oder im Land ist? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Erstens, die Arbeitszusammenhänge, die es gibt von einzelnen Abgeordneten, Kollegen auf der Bundesebene insbesondere, das sind keine organisierten Arbeitsgruppen der Parteien, sondern es sind einfach Abgeordnete, die sich zusammensetzen und darüber nachdenken, was geht und was geht nicht. Der Hintergrund ist schlicht und einfach, dass die Wege zwischen verschiedenen Parteien sehr lang sind und sehr weit sind. Und es gibt ein paar Brüche dabei, die kann man nicht ignorieren. Und das hat ja unter anderem in Hessen, deswegen sagte ich, es haben 4.000 Stimmen für Rot-Grün gefehlt, was mein dezidiertes und erklärtes Ziel war vor der Landtagswahl. Es hätte theoretisch die Option für eine rot-grün-rote Option gegeben und die ist ja auch diskutiert worden. Aber die Erwartungen, die ich vor der Wahl bereits formuliert hatte, haben sich in diesen Sondierungen bestätigt. Es gibt bestimmte Themen, bei denen gibt es keinen Konsens. Und deswegen habe ich das am Ende sehr präzise auf den Punkt gebracht. Für diese Option Rot-Grün-Rot in Hessen gab es weder ein persönliches noch ein politisches Vertrauensverhältnis. Und das ist notwendig, wenn Sie gemeinsam Politik machen wollen. Und ich kann das sehr konkret machen mit den Ereignissen von vor 4 Wochen in Frankfurt. Ich habe in einer sehr kleinen Runde sehr früh gesagt, in dem Moment, wo eine sozialdemokratische Innenministerin einen Festakt zur Europäischen Zentralbankeröffnung absichert mit Polizeikräften aus dem gesamten Bundesgebiet und auf der anderen Seite der Koalitionspartner zu den Gegendemonstrationen aufruft und es knallt, spätestens dann
werden wir einen massiven Bruch erleben. Und genau das ist passiert. Sie haben es gesehen, was bei Blockupy passiert ist, im Vorfeld, im Umfeld von Blockupy. Und da muss man klar sehen, da gibt es mit mir eine Null-Toleranz-Situation. Niemand, absolut niemand, hat das Recht, mit Gewalt seine politischen Ziele durchzusetzen. Gewalt gegen Personen und gegen Sachen ist kein Mittel der Politik. Da lasse ich null Toleranz zu. Deswegen bin ich auch im Hessischen Landtag so scharf gegen Ulrich Wilken geworden. Weil das ist eine Grenze, die niemand zu reißen hat. Da bin ich auch aus eigenen Situationen sehr klar sortiert. Und weniger emotionale Themen hatten sie aber viele. Bei der Frage einer zuverlässigen Haushalts- und Finanzpolitik war mit einem Teil nichts zu lösen. Und man kann sich nicht einfach Geld backen, das man nicht hat. Und Verschuldung ist keine Lösung für viele Fragen. Bei der Frage des Infrastrukturausbaus und des Frankfurter Flughafens habe ich mehrfach die Frage gestellt, was wollt ihr? Was ist die Antwort? Wir haben eine Rechtssituation gestellt bekommen, damit habe ich nichts zu tun. Ja? Den Planfeststellungsbeschluss zum Frankfurter Flughafen, den habe ich zur Kenntnis zu nehmen als Parlamentarier, den habe ich nicht herbeigeführt, aber den gibt es. Daraus entstehen Rechte und Pflichten. Und ich kann nicht so tun, und es gibt ja jetzt einen Kollegen, der damit häufiger ein Glaubwürdigkeitsproblem in den letzten Wochen hat, so tun, als könnte ich mir die Welt neu erfinden. Und das ist deswegen auch ein Thema, weil ich genau zu dieser Frage des Frankfurter Flughafens vor der Wahl immer vermessen wurde. Mit moralischen Argumenten, mit politischen Argumenten, nach dem Motto, ihr seid nicht mutig genug, ihr wollt nicht. Und jetzt kommt genau das raus, was ich vorher gesagt habe. Und deswegen, es gab dafür keine Grundlage und auf der Bundesebene ist es noch viel komplizierter. Ich kann mir mit der Linkspartei im Moment nicht vorstellen, wie wir in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in zentralen Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik zusammenkommen sollten. Und deswegen hat Sigmar Gabriel das ja auch sehr klar auf den Punkt gebracht. Die Frage einer sogenannten linken Mehrheit, die Frage, wie viel links in der Linkspartei ist, darüber könnte ich jetzt philosophisch mit Ihnen lange diskutieren, liegt nicht im Willy-Brandt-Haus, sondern im Karl-Liebknecht-Haus. Die müssen sich irgendwann mal entscheiden, ob sie regieren wollen oder nicht. Und das zentrale Problem bei der Linkspartei ist, dass sie im Kern eine dreigespaltene Partei ist. Sie haben eine Ost-West-Spaltung in der Linkspartei. Sie haben im Osten im Kern nach wie vor alte Strukturen. Sie haben im Westen im Kern zwei Teilparteien. Sie haben erstens ein Bündnis aller sektiererischen Gruppen, die es schon immer gegeben hat, von der DKP, von den Spontis über die Frage trotzkistischer Gruppen und vielen anderen mehr. Und auf der anderen Seite einem Teil, der sich von der SPD losgelöst hat im Rahmen der WASG, einer Partei, die es wenige Jahre gab. Und das macht es unendlich schwierig, da eine Option zu sehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir diskutieren diese Fragen nicht mehr formal. Wir sagen nicht, wir wollen nicht mit denen, weil das Schmuddelkinder sind, sondern wir sagen, wie für jede andere Koalition gibt es inhaltliche Kriterien. Und die müssen Kriterien erfüllen und die müssen sagen, ob sie was können oder nicht und ob sie etwas wollen oder nicht. Und das können sie im Moment nicht. Und deswegen ist das im Moment extrem schwierig. Und in der Tat für 2017, das ist keine Frage, da macht sich Gregor Gysi auch was vor, beziehungsweise für ihn ist es als Fraktionsvorsitzender natürlich viel schwieriger, über die Situation in seiner eigenen Fraktion zu reden. Das ist keine Frage des gesellschaftlichen Klimas, das ist vor allem eine Frage seiner eigenen Fraktion, die in diesem Punkt so gespalten ist wie keine andere. Herr Schäfer, und irgendwann beantworte ich Fragen zur Linkspartei nicht mehr. Gut, dann andere Frage. Sie haben eben nochmal auch über Infrastruktur hier in Hessen und den Bau des dritten Terminals haben Sie kurz angesprochen. Wir haben heute einen besonderen Tag, denn heute konnten beispielsweise diejenigen, die südlich von Frankfurt wohnen, eine Stunde länger schlafen. Diese Lärmpausenregelung ist heute zum ersten Mal erprobt worden. Was ja eigentlich so eine Wortglauberei ist, ist eine Lärmverschiebung und keine Lärmpause. Sie sprechen ja immer von Lärmobergrenzen und ich habe jetzt versucht mal rauszubekommen, was damit gemeint ist und ich habe es nicht gefunden. Können Sie mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, was Lärmobergrenzen konkret bedeutet? Lärmobergrenzen bedeuten am Ende, dass Sie eine bestimmte Dezibelzahl definieren, über die der Gesamtschall oder der Dauerschallpegel nicht drüber darf. Das heißt, im Kern hat das dann eine begrenzende Funktion. Was allerdings auch bedeutet, wenn Flugzeuge leiser werden, mehr fliegen können,
wenn sie lauter sind, eben entsprechend weniger, weil man über dieser Grenze ist. Die schwierigen Themen bei der Frage der Lärmobergrenze kommen aber alle erst noch, weil Sie müssen definieren, wo wird gemessen, mit welcher Methode wird gemessen, unter welchen Rahmenbedingungen wird gemessen und was ist technologisch überhaupt möglich. Deswegen, das kann eine Oppositionsfraktion nicht entwickeln, weil das sind technische Fragen, haben verschiedene Akteure, unter anderem Professor Wörner, dazu ein Modell entwickelt. Das ist ein umstrittenes Modell, es gibt auch andere Ansätze. Aber die Einführung dieser Lärmobergrenzen als Belastungsgrenze eigentlich für die Region steht schon im Mediationsergebnis, ist also Beschlussteil der Vereinbarung aus dem Jahr 2000 und ist bis heute, 16 Jahre später, 15 Jahre später, bis heute nicht umgesetzt. Und deswegen drängen wir darauf, dass sie kommen. Natürlich tun sich die Airlines damit schwer, weil es unter Umständen bedeutet, dass sie älteres Fluggerät und damit lauteres früher aussteuern müssen. Das ist ein Thema, das ist für uns nicht ganz unkompliziert, aber ich sehe darin eigentlich die einzige Chance, im derzeit bestehenden Rechtsrahmen eine Belastungsgrenze einzuführen. Eine andere Belastungsgrenze oder ein Abbau von Belastung wäre, dass man das Leipziger Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, die ja von An- und Abschwellenverkehr spricht, zur Mediationsnacht hin, dass das umgesetzt wird. Und es wird ganz augenscheinlich nicht gemacht. Gibt es da keinen politischen Druck dafür, dass das geschieht? Naja, es ist ja, also erstens ist es insofern umgesetzt, dass Sie feststellen können, dass der Anteil der Flugbewegungen gemessen an den anderen Betriebsstunden ja nur halb so hoch ist. Es gibt ja schon mal eine faktische, eine Begrenzung in absoluten Zahlen. In der Tat gibt es ein Problem, das An- und Abschwellen funktioniert deswegen nicht, weil Sie um 5 Uhr schlicht und einfach die Situation haben, dass die ganzen Intercont-Verkehre, also die aus Asien kommen oder auch aus den USA insbesondere oder aus Lateinamerika, eben schon ein bisschen Zeit hatten und sich gesammelt haben und dann um 5 möglichst alle schnell runter wollen. Da sind, glaube ich, derzeit 14 oder 15 Maschinen, die da runterkommen. Und dasselbe Problem haben sie abends, dass am Ende alle nochmal versuchen, rechtzeitig rauszukommen, bevor der Flughafen zugemacht wird. Das wird ein schwieriges Thema sein. Aber in der Summe sind dort sehr viel, in diesen beiden sogenannten Nachtrandstunden, heute schon sehr viel weniger Flugbewegungen als in den übrigen. Also natürlich das Flughafenthema, das ist hier von großem Interesse, besonders in Langen. Viele Schülerinnen und Schüler haben Eltern, die dort arbeiten. Und wenn man sich die Interviews durchliest im Gespräch mit Thorsten Schäfer-Gümbel, dann ist das mir erstmal nicht so klar geworden, was Ihre Position ist. Erst auf der dritten Nachfrage hin haben Sie gesagt, ja, grundsätzlich sind wir für ein Terminal 3, grundsätzlich sind wir für einen Flughafenausbau. Vielleicht könnten Sie die Position vor allem den Schülern erläutern, deren Eltern dort arbeiten. Sie spielen auf ein FAZ-Interview an, wo es um die Frage des T3s ging. Weil zur Frage, ob wir für den Flughafenausbau sind, diese Frage beantworte ich nie in der dritten Frage, sondern immer in der ersten und zwar klar und eindeutig. Wir wollten den Ausbau und wir haben dem Ausbau auch ausdrücklich zugestimmt. Und im Ausbaubeschluss ist ausdrücklich auch das T3 definiert und es ist Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses. Was ich vor der Landtagswahl vorgeschlagen habe, war, den Fraport-Vorstand aufzufordern, ein Moratorium für den Bau des T3s zu entwickeln, um damit die Voraussetzung zu schaffen, als sozusagen vertrauensbildende Maßnahme, um in einen neuen Flughafendialog zu kommen. Weil meine Überzeugung war, rechtlich können wir wenig machen, sondern wir brauchen am Ende eine politische Lösung. Eine politische Lösung kriege ich aber nur hin, wenn ich möglichst alle Akteure, das heißt von den BIs bis zu den Airlines, an den Tisch bekomme, die bereit sind, über bestimmte Dinge neu zu reden. Weil die 700.000 Flugbewegungen, die genehmigt sind, die kriege ich nicht aus der Welt. Wenn ich da weniger will, muss ich einen Mechanismus finden. Und darüber hätte ich gerne, und so war es auch vorbereitet, sowohl mit den BIs als auch mit den Airlines gesprochen. Die Frage, warum ich beim T3 erst beim dritten Mal eine klare Antwort gegeben habe, war schlicht und einfach, dass ein guter politischer Freund, der einer anderen Partei angehört, mit mir gemeinsam in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat in Richtung der Landesregierung, dass das Spiel Regierung fragt und Opposition antwortet, nicht in Ordnung ist. In unserer parlamentarischen Demokratie ist es eigentlich umgekehrt. Und dass die jetzige Regierung dieses Spiel schon nach 6 Monaten anfängt, statt nach 4,5 Jahren,
hat mich sehr überrascht und deswegen habe ich mich auf den Standpunkt zurückgezogen, warum soll ich eigentlich immer die Antworten geben, wenn die Regierung jede Antwort fällig bleibt, beziehungsweise eine Inszenierung wählt, die ja wirklich absurd war. Also dieses Schauspiel um das T3, wo die Gutachten in Auftrag geben und so tun, als gäbe es einen politischen Prozess zum T3, wo jeder, der sich mit der Sache beschäftigt, wusste, dass das erstens Volksverdummung ist, weil jeder wusste, was am Ende rauskommt, weil es keine politische Frage mehr ist. Und deswegen habe ich sozusagen versucht, die ganze Zeit den Ball in der Regierungsseite zu lassen. Aber mein Kernproblem ist, das wissen Interviewer, ich beantworte in der Regel am Ende immer jede Frage. Das ist in meinem Job nicht üblich. Ja, Sie können auch Kurse besuchen, in denen Sie lernen, wie Sie Fragen möglichst nicht beantworten. Deswegen habe ich nach dem dritten Mal gedacht, ich habe jetzt keine Lust, dass der noch fünfmal nachfragt. Also habe ich gesagt, ich bin fürs T3, ich halte die Entscheidung der Fraport für richtig und zwar vor allem auch aus einem strategischen Grund. Das Terminal 3, das ist ein falscher Eindruck, der in der Öffentlichkeit entwickelt wurde und dargestellt wurde, entscheidet nicht über die Frage, ob es mehr Flugbewegungen gibt oder weniger. Das T3 entscheidet nur über die Frage der Art des Flugverkehrs, der kommt. Nicht über die Frage der Flugbewegung. Und die Alternativen, die waren klar. Wenn das T3 kommt, dann sind es Großraumflugzeuge, High-Cost-Carrier, also große Airlines wie Singapur, wie Etihad, wie Katar, die den Flughafen auch als Hub verwenden, aber sie kommen mit großem, modernen, leiserem Fluggerät. Die Billig-Airlines, die in der Warteschleife schon stehen, EasyJet, die kein Problem damit haben, Vorfeldabwicklungen zu bekommen ihrer Maschinen, kommen mit altem, lauten Fluggerät, mit leisen. Und deswegen haben wir gesagt, auch aus strategischen Gründen ist diese Entscheidung am Ende auch richtig. Aber wollen nicht bestimmte Airlines gar nicht rein in das dritte Terminal, heißt es? Also gerade diese High-Cost-Carrier, wie Sie sie genannt haben, dass das gebaut wird für die EasyJets und so weiter, die mit kleinen Maschinen also einfach das Verkehrsvolumen quantitativ auf. Nein, das stimmt einfach nicht. Das T3 ist ausgelegt vor allem auf Großraumflugzeuge. Nicht nur, aber überwiegend. Und das ist ja auch eine Frage der Gebührenstaffelung. Jemand, der ans Terminal geht, zahlt deutlich höhere Gebühren als jemand, der im Vorfeld abgewickelt wird, weil es etwas mit Qualität zu tun hat. Die Frage, welche Airline am Ende ins T3 geht, hat vor allem etwas mit Logistik zu tun, weil natürlich bestimmte Wege sehr lang sind. Und deswegen ist nicht klar, ob beispielsweise die Lufthansa auf die andere Seite geht oder ob ein anderes Mitglied der Star Alliance, also dem Bündnis der Lufthansa mit vielen anderen Fluggesellschaften wie Thai Airways, Turkish Airlines und anderen da reingeht. Das ist nicht klar, das kann auch heute noch niemand abschließend sagen. Gut, also wir müssen einen Schritt vorankommen, weil im dritten Teil gleich die Fragen der Schülerinnen und Schüler und Bürgerinnen und Bürger kommen. Vielleicht zweiter Themenkomplex, soziale Ungleichheit. Wenn man Ihre Texte so liest, Ihre Interviews liest, wenn man Ihnen zuhört, Sie benutzen sehr, sehr gern den Begriff eine Haltung entwickeln. Jetzt vielleicht können Sie Ihre Haltung noch mal ein bisschen genauer entwickeln in Bezug darauf, wie Sie genau ganz konkret in 2-3 Schritten soziale Ungleichheit minimieren wollen. Weil zum Beispiel Nicola Beer, mit der Sie vor kurzem eng umschlungen getanzt haben, wurde mir heute berichtet. Und auch Michael Best, der Sprecher des Bundesbankpräsidenten, das vehement bestreiten. Die bestreiten, die saßen auch auf dieser Couch, wie sie heute hier sitzen, und viele werden sich daran erinnern, es gibt keine Kluft zwischen Arm und Reich in diesem Land. Das war die Hauptaussage von Michael Best. Und da habe ich zweimal nachgefragt, er ist dabei geblieben. Also so entstehen erstmal Gerüchte. Ich habe nicht mit Nicola Beer, das ist die Generalsekretärin der FDP, eng umschlungen getanzt, sondern wir haben schlicht und einfach ein Bild gemacht für die FAZ am Rande der Basketball-Gala der Frankfurt Skyliners zugunsten des Projekts Basketball macht Schule. Aber ich tanze nie mit Nicola Beer, nicht weil wir uns nicht mögen, sondern ich tanze, wenn überhaupt, mit meiner Frau. Das ist für mich schon eine Herausforderung, weil ich ein grottenschlechter Tänzer bin. Und die Einzige, die es mit mir aushält, ist meine Frau, was das angeht. Nur damit hier keine Gerüchte entstehen. Der zweite Punkt,
Ich will das mit der Haltung nochmal erklären, bevor ich dann auf die Frage der Ungleichheit komme. Ich erlebe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, auch in anderen Parteien und manchmal auch in meiner eigenen, die schielen unglaublich stark auf Umfragen. Nach dem Motto, was sagt jetzt die Umfrage A, B und C zu dem Punkt X, Y, Z? Und orientiert sich in seinen Meinungen und Meinungsäußerungen genau dazu. Ich bin das genaue Gegenteil. Umfragen sind mir wurscht. Ich bin davon überzeugt, dass Parteien den Auftrag haben, an der politischen Willensbildung, so wie es im Grundgesetz steht, mitzuwirken. Und das heißt nicht, dass Parteien und Politiker Durchlauferhitzer sind für irgendwelche Umfragewerte, die im Übrigen häufig hochspekulativ sind, weil es immer von der Frage abhängt, wie gefragt wird und in welchem Umfeld sie bewegt. Und ich will es an meinem Vorbild, an einem, der mir wirklich Orientierung in solchen Fragen gibt, deutlich machen. Als Willy Brandt und Egon Bahr Ende der 60er Jahre die neue Ostpolitik und die Entspannungspolitik mit Osteuropa und der Sowjetunion entwickelt haben, gab es dafür nicht mal in der SPD eine Mehrheit. Willy Brandt hat ein Jahr lang keinen Bundesparteitag, obwohl Neuwahlen anstanden, eingeladen, weil er Sorge hatte, dass auf dem Parteitag es keine Mehrheit gibt. Damit kein Missverständnis entsteht, solche Methoden wären heute nicht mehr möglich. Aber er hat damals keine Mehrheit gehabt, weder in der SPD noch gesellschaftlich. Aber er war davon überzeugt, dass das richtig ist, dass wir eine Aussöhnung brauchen und wir haben ein unendliches Glück. Wir feiern in diesem Jahr 25 Jahre deutsche Einheit. Und ja, Helmut Kohl hat viel richtig gemacht auf diesem Weg der deutschen Einheit, auch der europäischen Einigung. Er konnte das nur, weil unzählige Menschen in der DDR mutig waren und aufgestanden sind und dafür gesorgt haben, dass dieses System eingerissen wird. Aber die Grundlage dafür, dass das friedlich ging, war die neue Ostpolitik von Willy Brandt und die Aussöhnung. Und er hat es zu einem Mehrheitsthema gemacht. Er hat eine Haltung formuliert zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema. Und das meine ich damit. Mehr Mut zu haben, Positionen auch mal zu vertreten, langfristig, grundsätzlich und dafür Mehrheiten zu organisieren. Davon bin ich überzeugt und deswegen bin ich auch bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit so stur. Und formuliere das immer und immer wieder. Die Position, die hier gerade, ich halte sie für absurd. Sie müssen nur in die Einkommensstatistik gucken. Sie müssen sich nur die Ungleichheit in Unternehmen anschauen. Ich war neulich in der Nähe hier, in einem Unternehmen, das zu einem spanischen Baukonzern gehört, mit 120.000 Beschäftigten. Da gibt es eine interne Richtlinie, wonach der Lagerarbeiter, nachdem der Vorstandsvorsitzende, 8-mal so viel verdienen darf wie der Lagerarbeiter. Wenn Sie den Lagerarbeiter ordentlich bezahlen, dann ist 8-mal mehr ziemlich viel Geld. Bei der Deutschen Bank ist ohne Investmentbanking das Verhältnis 1:500. Und ich kenne niemanden auf der Welt, der 500-mal mehr wert ist wie ein anderer, der arbeitet. Ich kenne niemanden. Und das sind solche Punkte, wo Sie sehr schnell sehen, dass es Ungleichheit gibt. In der Einkommensverteilung, in der Vermögensverteilung, die Zahlen sind dramatisch, die wir inzwischen auf dem Tisch liegen haben. Und trotzdem ist es so, dass es in unserem Land viel, viel besser ist als in vielen anderen Ländern der Welt. Wenn Sie sich heute beispielsweise Griechenland anschauen, wo im Rahmen der Antikrisenpolitik die Kindersterblichkeit in den Krankenhäusern um 40% gestiegen ist, die Alterssterblichkeit hochgegangen ist, wo wir ein Drittel der Renten, die Renten um ein Drittel gekürzt haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, was in unserem Land wo los wäre, wenn wir ähnliche Verhältnisse und Reformpakete hier umgesetzt hätten. In Griechenland ist heute jeder Zweite, Sie müssen sich das vorstellen in diesem Saal, jeder Zweite unter 25, ohne Arbeit und Ausbildung. Dass die einen Hals haben und die Nase voll haben und gleichzeitig sehen, dass die Tanker-Milliardäre ihre Kohle ins Ausland schaffen und dass die Europäer mit ihrer Krisenpolitik es nicht geschafft haben, in dem Moment Finanzmarktkontrollen einzuführen, um das zu verhindern, dass diese Kapitalflucht einsetzt. Dass die wütend sind, das kann ich verstehen. Und deswegen gibt es sozusagen Ungleichheit in unterschiedlichen Kategorien und deswegen halte ich solche Positionen für völlig absurd. Aber was kann denn konkret gemacht werden, um dieser Umverteilung entgegenzuwirken? Also Sie haben eben die Einkommensteuermöglichkeit angesprochen durch die ungleiche Verteilung der Einkünfte. Erbschaftssteuerrecht müsste modifiziert werden. Wie stehen Sie, Ihre Partei, Reichensteuer, Vermögenssteuer?
irgendwas muss ja konkret gemacht werden, um dieses gesellschaftliche Problem anzugehen und den gesellschaftlichen Reichtum gleichmäßiger zu verteilen. Also wir sind ja zur Bundestagswahl im Jahr 2013 mit einem sehr umfassenden Paket von Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit angetreten, was bedeutet hat, beispielsweise die Erhöhung der Einkommensteuer für hohe und höchste Einkommen, was bedeutet hat, auch über das Thema der Erbschaftssteuer noch einmal zu reden, was wir gerade übrigens in der Großen Koalition tun, auch vor dem Hintergrund des Verfassungsgerichtsurteils. Wir haben aber auch vor allem gesagt, dass wir die Frage der Steuerflucht, der Steuerhinterziehung und der sogenannten legalen wie illegalen Steuervermeidungsmodelle bekämpfen müssen. Da ist die meiste Musik drin. Um mal eine Zahl zu geben, wenn wir eine Vermögensteuer in Deutschland nach den Standardmodellen, die es im Moment diskutiert werden, einführen würden, würden wir eine Steuerertragssituation von etwa 3,5 bis 4 Milliarden Euro bekommen. Die Europäische Union geht davon aus, dass Deutschland jedes Jahr durch Steuerflucht, Steuerhinterziehung und durch diese Steuersparmodelle zwischen 30 und 120 Milliarden Euro jährlich verliert. Und das sind sozusagen, da sind die Dimensionen sehr klar. Und ich sage Ihnen, mit den 30 Milliarden Euro mehr, jetzt nehme ich mal die konservativste Rechnung, die wir haben, mit den 30 Milliarden Euro mehr, die wir bekommen würden, wenn Steuerflucht, Steuerhinterziehung und Steuersparmodelle intensiv bekämpft würden, das ist mit unserem Koalitionspartner ein bisschen schwierig zu diskutieren, Stichwort Schweizer Steuerabkommen und manch anderes mehr, dann würden wir sehr viel mehr für Investitionen, Schulen, Bildung und soziale Gerechtigkeit tun können. Gut, ja. Ich denke, wir sollten jetzt, weil wir wirklich wieder eng an die Zeitgrenze kommen, die Fragen der Schülerinnen und Schüler und Gäste zulassen. Vielleicht könnt ihr uns ein Handzeichen geben, wer gerne eine Frage stellen möchte. Das ist immer so, ich weiß ja, die erste Frage. Das ist schwierig. Sie ja. dürfen auch alle Fragen stellen, auch persönliche zu Fußball. Ich nehme jetzt mal so den, also alles Fußball. Gut, vielleicht versuchen wir es politisch zu halten, politisch-ökonomisch, das wäre vielleicht ganz gut. Also ich würde gerne dem Sven die erste Frage geben, dem Herrn Gärtner. Ja, guten Abend. Wie gedenken Sie den Ausbau bzw. die Sanierung unserer Infrastruktur in Hessen zu finanzieren? Genau mit den Instrumenten, die ich eben angesprochen habe. Es geht am Ende nur über Steuergerechtigkeit. Verschuldung ist keine Lösung. Und deswegen sind die Instrumente der Steuergerechtigkeit, die ich eben angesprochen habe, die, die wir auch bei den nächsten Wahlkämpfen sicherlich wieder vorstellen werden, als die Möglichkeit, das zu finanzieren. Okay, nächste Frage, ja. Ja, Felix, ja, vorne, wir gehen so von hinten nach vorne. Ja, Felix. Guten Abend, Herr Schäfer-Gümbel. Nun wirbt Ihre Partei damit, das Ziel zu haben, sowohl auf Landes- als auch bundespolitischer Ebene gerechter und sozialer regieren zu können. Wenn man aber nun das Thema soziale Gerechtigkeit beiseite nimmt, was bleibt denn dann noch übrig für die SPD? Wie viel Zeit haben Sie? Ich habe ja eine Vielzahl von Punkten schon angesprochen. Wenn wir über soziale Gerechtigkeit reden, ist das kein Thema, sondern soziale Gerechtigkeit ist ein Handlungsprinzip, das durchdringt die unterschiedlichen Bereiche. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Ungleichheit Wohlstand verhindert und Sie wollen und der Auffassung sind, so wie ich, dass zunehmende Ungleichheit Wohlstand behindert, dann hat das Konsequenzen für die Bildungspolitik. Und deswegen ist Bildung für uns ein zentrales Thema. Dann hat das Konsequenzen für die Familienpolitik. Deswegen ist auch Familie für uns ein sehr wichtiges Thema. Es hat aber auch auf der anderen Seite Konsequenzen für die Frage, wie organisiere ich den Arbeitsmarkt, wie organisiere ich ein Steuersystem, wie organisiere ich Innovation. Deswegen bekennen wir uns beispielsweise klar und öffentlich, das ist nicht nur populär, zu technologischem Fortschritt. Es gibt ja einen großen Technologieskeptizismus in unserem Land und wir sagen, es wird ohne technische Innovation nicht gehen. Die Frage des Infrastrukturausbaus ist ein Riesenthema, das wir immer auch voranstellen, weil unser Wohlstandsmodell davon lebt, dass beispielsweise Waren von A nach B kommen, dass Menschen von A nach B kommen. Und deswegen sind auch diese Themen für uns von zentraler Bedeutung. Und deswegen glaube ich, dass unser Themenkanon sehr, sehr breit ist. Und es wäre wirklich ein Fehler, soziale Gerechtigkeit zu einem Thema zu reduzieren. Es ist viel mehr.
Es ist die oberste Handlungsmaxime. Mein Wahlslogan der hessischen SPD lautete: Gerechtigkeit macht stark. Das ist genau das, was ich versucht habe, vorhin zu umschreiben, dass mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Gleichheit am Ende eben allen zugutekommt und davon auch am Ende alle mehr haben. Ich hoffe, es ist verständlicher geworden. Gut, okay. Nächste Frage. Da hinten haben wir Frau Knörzer. Ja, erstmal guten Abend. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass jemand 500 Mal mehr wert wäre als jemand anderes. Aber als allererstes, ich denke nicht, dass das Einkommen den Wert eines Menschen definiert. Also das hat mich irgendwie schon gestört. Und zweitens, Sie haben jetzt zum Beispiel die Gehälter von Managern angesprochen. Wie selten beschwert sich denn jemand darüber, dass Fußballer Millionen verdienen? Also ich muss sagen, eigentlich findet man ja soziale Ungerechtigkeit überall. Und meine Frage wäre deshalb jetzt, wie würden Sie ganz knapp für sich persönlich soziale Gerechtigkeit definieren? Ich würde gern zunächst zu Ihrer ersten Bemerkung jetzt machen. Es wäre ein Missverständnis in der Tat, wenn ich sozusagen den Wert eines Menschen auf eine Gehaltsstufe reduzieren würde. Da wäre ich gründlich missverstanden worden. Mir ging es um diese Frage des Werts der Arbeit, nicht um den Wert des Menschen. Kleiner, aber glaube ich, sehr wichtiger Unterschied. Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder immer wieder die gleichen Chancen hat und dass es Rahmenbedingungen dafür gibt, dass jeder Wege verändern kann. Das ist im Kern soziale Gerechtigkeit und dass er nicht reduziert wird auf eine Herkunft, egal ob sie ethnisch, religiös, kulturell oder wie auch immer begründet ist, und dass jeder Einzelne die Chance hat, sich weiterzuentwickeln und dass eine Gesellschaft die Rahmenbedingungen dafür schafft. Gut, also weitere Fragen von euch, ja, hier vorne. Niklas. Guten Abend. Sie haben vorhin von der Gefahr von Datenbrillen gesprochen. Sie haben davor gesagt, dass Sie den technologischen Fortschritt unterstützen. Bezeichnen Sie also die Digitalisierung nicht als technologischen Fortschritt oder wie habe ich das verstanden? Das haben Sie falsch verstanden. Mir ging es darum, dass es gibt eine Konzeption, also unter diesem Stichwort Industrie 4.0, wo es um die Frage geht, wie verändert Digitalisierung unser Produktionssystem, gibt es ganz unterschiedliche Studien und Ideen, wie sich das verändert. Und es gibt eine Denkschule, die sagt voraus, dass zukünftig in Unternehmen es eigentlich keine Qualifikation mehr geben muss, es muss keine berufliche Ausbildung mehr geben, weil diejenigen, die an der Produktionsstraße stehen, kriegen eine Datenbrille auf und kriegen über die Datenbrille eingespielt, was sie als nächstes tun müssen. Sie müssen also nichts gelernt haben. Und andere behaupten, dass das genaue Gegenteil der Fall ist, was dann allerdings dazu führen würde, dass diejenigen, die keine Qualifikation oder schlechtere haben, eben am Ende rausfallen. Und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, Sie müssen sehen, dass in Hessen beispielsweise 400.000 Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt sind, zwischen 18 und 60, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben. Und auf diesen Zusammenhang wollte ich hinweisen, dass es da erhebliche Herausforderungen gibt, dass niemand weiß im Moment, was am Ende passiert. Es kann auch sein, dass am Ende beides passiert, nur in unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe überhaupt nichts gegen die Digitalisierung. Es gab mal jemanden, der mich als Hessen-Obama bezeichnet hat, weil ich am Anfang viel getwittert habe und Twitter eingeführt habe in den politischen Exkurs. Ich fand die Formulierung witzig, aber mehr auch nicht, weil ich bin nicht größenwahnsinnig. Ich habe mit Digitalisierung echt kein Problem. Okay, weitere Fragen da hinten? Ja, Maximilian Mitschke. Hallo. Ich wollte Sie was fragen, und zwar zu der Steuerpolitik. Finden Sie, dass es eine dauerhafte Lösung ist, dass man eine höhere Steuern erhöht, anstatt die Quellen des Geldes in die öffentliche Hand zu bringen? Denn es macht ja keinen Sinn, dass man erstmal hohe Steuern verlangt, aber im Nachhinein werden ja Menschen trotzdem noch Millionäre, dadurch, dass sie ja weiterhin noch viel Geld verdienen. Ist ja nicht wichtig, dass man die hohen Quellen, also diese Unternehmen, in die öffentliche Hand bringen kann? Und praktisch verstaatlicht. Das würde ja mehr Sinn machen. Ich glaube, dass das mit unserer Verfassungsordnung nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Und ich bin auch nicht sicher, ob das zielführend wäre.
Gut. Es gab Länder, die das schon mal probiert haben. Das ging ziemlich daneben. Ja. Gibt es weitere Fragen? Da haben wir weitere. Wer ist jetzt? Mach erst mal die anderen hier vorne, den Fabian und dann die Clara. Guten Abend. Um vielleicht noch mal zur sozialen Gerechtigkeit und weg von der Verstaatlichung zu kommen. Soziale Gerechtigkeit, das haben Sie ja jetzt mehr definiert als, egal woher man kommt, man soll die gleichen Chancen haben. Aber es geht ja auch um die Menschen, die jetzt nicht durch ihre, zum Beispiel durch ihre Herkunft, sondern dadurch, dass sie zum Beispiel eine Behinderung haben, schlechte Chancen im Leben haben. Also jetzt speziell das Thema Inklusion ansprechend. Da haben Sie ja im August 2013 bei einem Besuch der Lebenshilfe Gießen, soweit ich weiß, gesagt, Inklusion muss das Ziel sein. Jetzt macht Hessen nicht gerade die beste Figur dabei, sondern steht eher schlechter, indem es zum Beispiel noch nicht mal Pflichtveranstaltungen für Lehrer dabei anbietet oder beziehungsweise diese nicht verpflichtend sind, was ja wohl, wie ich denke, die Basis sein muss, um überhaupt Inklusion in der Schule zu ermöglichen. Was denken Sie, außerdem sollten noch Schritte sein, um das zu gewährleisten? Ich will Ihnen erstmal ein Kompliment machen, weil Sie offensichtlich alle ausgezeichnet vorbereitet sind und offensichtlich mehr Interviews von mir gelesen haben als ich selbst. zweitens zur Frage, Inklusion wird eine Herausforderung werden, die uns viele, viele Jahre noch beschäftigt. Es ist übrigens nicht nur ein Thema für die Schule. Ein großes Missverständnis. Inklusion ist eine Aufgabe, die alle gesellschaftlichen Bereiche am Ende umfassen muss. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ein Prozess. Inklusion entsteht nicht dadurch, dass man irgendwann mal sagt, wir machen jetzt Inklusion und das war's. Sondern es gibt viele Schritte, die in den nächsten Jahren erfolgen werden. Das wird in der Bildungspolitik ganz wesentlich sein, aber es gibt viele Bereiche daneben. Wir werden morgen im Bildungsbeirat, im Bildungsgipfel, genau diese Frage diskutieren. Wir haben der Landesregierung gesagt, wir wollen, dass Inklusion in hessischen Bildungsinstitutionen verstärkt wird, dass wir dazu einen Masterplan brauchen. Das ist im Prinzip die Überschrift dafür, dass wir verbindliche Ziele brauchen, dass wir dazu die entsprechenden Ressourcen brauchen, das heißt insbesondere Geld und dann eben auch entsprechend die Ausbildung, weil wir sehr schnell feststellen werden und auch jetzt schon feststellen können, dass wir überhaupt nicht hinreichend Personal für diese Aufgabe haben, wenn ich nur über die Schule rede. Es gibt aber auch andere Themen. Ein Thema, das den Hessischen Landtag schon mehrfach beschäftigt hat, beispielsweise, wie können Sie die Stadtentwicklungspolitik inklusiv gestalten? In den USA gab es vor einigen Jahrzehnten die klare Entscheidung, dass Bordsteinkanten so abgesenkt sind, dass gehbehinderte Menschen eben auch barrierefrei sich bewegen können. Es ist keine Frage gewesen von Geld oder nicht, sondern es ist eine, komme ich wieder zu dem Wort, Haltungsfrage, die man dann am Ende durchdekliniert hat. Und das ist zum Beispiel im Hessischen Landtag hoch umstritten, ob wir die hessische Bauordnung mit einer Vorschrift versehen, dass zukünftig bei Sanierungen eben abgesenkte Bordsteinkanten in den Bereichen, wo es sinnvoll und notwendig ist, vorgesehen werden. Und das meine ich mit Prozess, das sind Schritte, um die wir jetzt streiten, aber vor allem in der Bildungspolitik. Okay, weitere Fragen haben wir da noch? Oder vielleicht noch einen kurzen Nachtrag zu machen. Wir haben beispielsweise ein Angebot gehabt, das ist relativ teuer gewesen, aber es war uns wichtig. Wir haben die Landtagssitzungen übersetzen lassen mit einem Gebärdendolmetscher. In den USA gang und gäbe. Ist allerdings relativ teuer, um ein solches Angebot zu machen. Und die Gruppe, die Sie damit erreichen, ist jetzt nicht die allergrößte Masse. Ja, da besuchen Sie unter Umständen in so einer Debatte mal 200 Leute. Und die spannende Frage, die dahinter war, ist, darf man den Zugang zu Teilhabe von Gehörlosen mit einer Zahl hinterlegen? Also darf man das ökonomisch bewerten, ob man das für vertretbar hält oder nicht? Oder ist Teilhabe nicht etwas, was zu gewähren ist, unabhängig davon, ob das ein relativ teures Instrument ist? Das sind Fragen, die wir gerade diskutieren. Erstmal guten Abend. Ich habe noch eine Frage an Sie zur Digitalisierung. Und Sie haben ja vorhin gesagt, dass die Bildung in unserem Bund und in unserem Land auch stark davon abhängig ist, welchen sozialen Status man hat. Und wenn man das jetzt auf die Digitalisierung überträgt, würde das ja bedeuten, wenn man das Digitalisierung auch viele neue Chancen und Möglichkeiten hinsichtlich der Kommunikation, aber auch hinsichtlich der Bildung, dass ich
da neue Chancen ergeben. Diese Möglichkeiten, sich weiterzubilden, kosten aber auch viel Geld. Demzufolge würde dann ja auch nur die Oberschicht der Gesellschaft diese Möglichkeiten nutzen können und die Kluft zwischen Arm und Reich und den Möglichkeiten, wie die sich weiterbilden, würde ja noch weiter auseinandergehen. Und meinen Sie da nicht, dass man da die Schulen viel digitaler ausstatten sollte, dass auch Kinder, die aus ärmeren Haushalten, Familien kommen, auch die gleichen Möglichkeiten haben wie etwas wohlhabendere Leute? Also, das ist so. Und es gibt eine Reihe von einschlägigen Studien, die genau darauf hinweisen, dass wenn wir nicht wollen, dass es auch eine Lücke in der digitalen Bildung gibt, dass wir genau diesen Punkt in den Schulen lösen müssen. Das ist eine Frage auch der Lehrmittelfreiheit, die aufzurufen ist. Das ist kein einfaches Thema für die Schulträger, die das zu finanzieren haben, aber genau da muss man hin. Ich will allerdings sagen, es gibt auch ein zweites Thema, das auch etwas mit der Frage unterschiedlicher Bildungszugänge zu tun hat. Das ist die Frage der Medienkompetenz. Sind sie überhaupt in der Lage und wer ist in der Lage, sich in dieser digitalen Welt zu bewegen? Und das ist nicht nur eine Frage von Schülerinnen und Schülern und ihrer Familien, sondern es ist auch ein Thema für Lehrerinnen und Lehrer. Und der Frage, welche Fort- und Weiterbildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sie haben. Ich halte es nach wie vor für einen Knaller, dass wir angesichts der Entwicklung, die wir im Moment haben, die Frage der Medienkompetenz in der Lehrerausbildung null Rolle spielt. Null. Und das ist aus meiner Sicht ein mindestens genauso großes Thema wie die Frage der technischen Zugänge. Das muss man verhindern, dass das so wird. Weitere Fragen noch? Wir müssen ein bisschen auf, wir können noch zwei Fragen so zulassen. Weil jetzt sind wir am Ende, ja, in eins, zwei, vielleicht eins, zwei, müssen wir Schluss machen dann. Ja. Also, guten Abend auch von mir. Und Sie sprachen die hochverschuldeten Kommunen und die sanierungsbedürftigen Straßen an und waren auch der Meinung, dass Neuverschuldung keine mögliche Option sei. Also wie wollen Sie genau die Flüchtlinge hier unterbringen, ohne sich neu zu verschulden? Also streben Sie eine Steuererhöhung an? Ich strebe gerade mit meiner Partei an, dass die Bundesregierung die entsprechenden Freiräume, die es im Moment gibt, genutzt werden, um die Kommunen zu entlasten durch Bundesmittel. Das ist keine Frage von Steuererhöhung, sondern es ist schlicht und einfach eine Frage der Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Das ist deswegen so kompliziert, weil, und das erleben wir gerade an ein paar Stellen, der Bund zwar entscheiden kann, dass er den Kommunen hilft, aber da gibt es dazwischen eine Ebene, das sind die Bundesländer, wo die Finanzminister irgendwie in einer besonderen Art und Weise klebrige Finger entwickeln, was das Geld des Bundes angeht, das eigentlich an die Kommunen weitergeleitet werden müsste. Und darüber gibt es gerade Streit, darüber gibt es gerade Diskussionen. Und wenn ich das Datum richtig im Kopf habe, wird das im Rahmen eines großen Gipfels, den wir durchgesetzt haben, am 8. Juni in Berlin diskutiert, wie das gehen kann, ob das gehen kann, oder am 8. Mai, ich bin mir nicht ganz sicher, eins von beiden Daten, wie das am Ende gehen soll. Aber es geht ganz dezidiert ohne Steuererhöhung. Wenn die Kommunen allein gelassen werden, dann haben wir allerdings ein Problem, weil die werden das nicht anders als über höhere Schulden finanzieren können. Gut, letzte Frage jetzt hier vorne noch. Also jetzt nochmal zurück zum Frankfurter Flughafen, und zwar der Frankfurter Flughafen ist ja der Arbeitgeber in Hessen und auch mit dem Ausbau des Terminal 3. Und jetzt ist meine Frage, wie viel Chance geben Sie dem Flughafen als Motor für neue Arbeitsplätze und wie ist dies mit dem Problem der Lärmbelastung abzuwägen? Also der Frankfurter Flughafen wird weiter ein enormer Motor auch in der wirtschaftlichen Entwicklung sein. Was in den letzten Jahren sicherlich zu wenig diskutiert wurde, ist, wie geht man gleichzeitig mit der Belastung um? Und offen gesagt, heute würde auch niemand mehr einen Flughafen in einer so dicht besiedelten Region bauen. Nur die Verlagerung kommt halt auch nicht in Frage, weil Hessen ist jetzt anders als China nicht in der Situation, dass sie irgendwo ständig neue Flughäfen bauen können, weil man so viel Land hat, aber wenig Leute, also im Verhältnis zu der Fläche. Und deswegen wird diese Frage uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Da kann ich nur an den Anfang zurückkommen. Das Thema Lärmobergrenze sehe ich als das einzige weitreichende Instrument, die Lärmbelastung dauerhaft zu regulieren, jenseits der technologischen Entwicklung, wenn wir über den aktiven Schallschutz reden.
Das zweite ist der passive Schallschutz, also wo Sie versuchen, über schallgeschützte Fenster, über andere Dächer etc. pp. Die Schallbelastung, die entsteht, zu mindern. Und diese Themen werden genauso Thema sein. Im Übrigen diskutieren wir das als SPD, aber auch die regionale Wirtschaft im Moment unter dem Stichwort einer sogenannten internationalen Bauausstellung. Das ist ein Instrument, ein sehr altes Instrument, mit dem man versucht, Fragen der Stadtentwicklung zu lösen, neue Fragen, und es wird im Moment diskutiert, ob man das zum Thema Mobilität und Lärm machen kann. Weil es geht bei der Lärmbelastung in der Region Frankfurt-Rhein-Main nicht nur um Flughafen. Es geht auch um Schiene, es geht auch um Auto, um mal nur die Verkehrsseite zu nehmen. Und das sind Themen, die kann man nicht schnell lösen, die kann man nicht kurzfristig lösen, die wird man langfristig lösen, und man wird es auf der anderen Seite immer ins Verhältnis setzen müssen zu der unglaublichen Dynamik, die der Frankfurter Flughafen hat, für Arbeit und Wohlstand in dieser Region. Deswegen haben wir uns auch in schwierigen internen Diskussionen, auch der SPD-Unterbezirk Offenbach-Land hat sich dazu beispielsweise sehr engagiert eingebracht, entschieden am Ende trotzdem zu sagen, der Ausbau des Frankfurter Flughafens ist richtig. Und jetzt streite ich nicht mit Ihnen über jede Prognose, die damals gestellt wurde, weil Prognosen haben ein Problem. Sie betreffen die Zukunft. Und was die Zukunft bringt, können wir nie mit Garantie sagen. Herr Schäfer-Gümbel, wir haben jetzt ganz viele Themen angesprochen zur sozialen Gerechtigkeit und zum Frankfurter Flughafen. Sowohl in Ihrem Referat wie auch bei meinem Katalog, wie Sie es bezeichnet haben, sind zwei ganz zentrale Punkte von uns nicht angesprochen worden, die ich aber wenigstens angesprochen haben will, ohne dass wir jetzt noch die Zeit haben, darüber zu diskutieren. Das ist die rechtswidrige Stilllegung von Biblis und die Kosten, die gegebenenfalls auf das Land Hessen dazukommen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die NSU-Morde und der Ausschuss, die Arbeitsweise des Ausschusses und die Rolle des Ministerpräsidenten. Also das wäre bestimmt auch sehr spannend gewesen, wenn wir da noch was zu hätten diskutieren können. Können wir jetzt leider aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und des weiter geplanten Ablaufs nicht machen, Stefan. Ja, also das ist immer schwierig, wenn wir haben viele Themen da. Vielleicht meine letzte Frage, Sie wollten ja noch eine persönliche Frage haben zum Abschluss, dann bekommen Sie sie auch. Also Ihnen ist wichtig, eine Haltung zu entwickeln, zu haben. Ihnen sind Umfragen auf gut Deutsch nicht so wichtig, ja, und so weiter. Sie bereisen demnächst Nordrhein-Westfalen, so habe ich auf Ihrer Homepage das gelesen. Ja, eignet man sich dann irgendwie doch als Kanzlerkandidat oder ist das absurd? Also in der Tat, es würde sich lohnen, auch noch über Biblis und NSU zu reden. Zwei Themen, die den Hessischen Landtag im Rahmen von zwei Untersuchungsausschüssen beschäftigen und uns sicherlich noch lange beschäftigen werden. Was die persönliche Frage angeht, ich reise total viel. Ich reise vor allem häufig nach Asien, was damit zu tun hat, dass ich als stellvertretender Bundesvorsitzender zuständig bin für Asien und deswegen häufig in China, Japan, Vietnam und in Myanmar bin. Auch zu politischen Gesprächen, auch um dort Veränderungen mit zu unterstützen. Und ansonsten fühle ich mich aber in Hessen pudelwohl und sehe auch ehrlich gesagt meine Aufgabe für die nächsten Jahre in Hessen, weil in der Tat beim letzten Mal haben 4.000 Stimmen gefehlt und ich möchte, dass das beim nächsten Mal sich ändert. Gut, vielen Dank für den Besuch im politischen Salon. Gehen wir nochmal auf, ganz kurz. Das war der 16. politische Salon und wie immer traditionell, Herr Schäfer wird nicht gleich gehen, er wird bald gehen. Deswegen, wenn da noch kleine Fragen sind, dann die können wir dann bei dem Buffet, das zu Ehren des Gastes natürlich von Rewe gesponsert wird, von unserem Partner, laden wir Sie alle ganz herzlich ein, dahin zu kommen. Wir freuen uns beide, Sie wieder oder euch alle wieder zum 17. politischen Salon zu begrüßen, wann immer und mit wem immer er sein wird. Es gibt Gerüchte, man weiß es nicht. Ja? Dankeschön und herzlich willkommen. Schönen Nachmittag, Schäfer-Gümbel.